So, da bin ich wieder an Tag 4 im King of Winter. Ich feuer einmal hier nochmal richtig dolle das Feuer an, dass mein Stein heiß wird. Das habe ich gerade nicht geschafft, weil ich stark zu kämpfen hatte mit den Spinnen hier heute Nacht. Ich gehe mal wieder schlafen. So, jetzt ist er wieder rot. Ja, mein Essen wird sehr dolle schlecht. Und ich würde gerne mal langsam wissen, wie denn hier der Aufbau ausschaut. Ob ich jetzt hier einen Übergang finde. Oder ein Ende eventuell. Yep. Na, ich hänge in den Bäumen fest. Und ich habe Chester gefunden. Oh. Dafür kann ich doch mal hier das Gras ablegen. Chester kann man nicht mitnehmen. Das habe ich schon mal ausprobiert. Als Gegenstand. Aber der ist gerade super hilfreich. Falls du hängen bleibst, nehme ich das mal lieber hier mit rein. Weil meine Tasche doch ein bisschen voll jetzt wurde. Und als nächstes muss ich mich mal darum kümmern, dass mein Futtervorrat doch... Hier war so eine Ausbuchtung. Es gab einfach gar nichts. Das glaube ich fast nicht. Ich laufe nochmal runter, sorry. Der Hammer heißt Hämmerer. Süß. Nee, hier gibt's echt nichts. Ja, ich sammle schon mal fleißig Pilze. Da hat es schon gerummelt. Die kann ich ja auch ruhig ausgraben. Ich habe nicht vor, so lange hier zu bleiben, bis sie wieder spawnen. Oder nachgewachsen sind die Spawnen ja nicht, sondern die wachsen ja nach. Chester finde ich auf jeden Fall richtig gut. Habe ich hier einen Freund in dieser verstörenden Welt, der meine Sachen trägt. Das ist doch nett. Trotzdem wüsste ich gerne, was das jetzt hier werden sollte. Ich sammle erstmal das Ding hier, das erste, und dann gucke ich mal, dass ich mir vielleicht doch ein kleines provisorisches Lager baue und mir dann erstmal Klöße nachbaue. Wo wird's sein? Sehr nah dran. Oh, ich habe ein Schweinchen. Dann wird es das Ring-Thing sein. Na komm. Ich habe noch mehr Gold. Aber ich möchte es jetzt eben finden. Das ist doch unfair jetzt. Oh, hier ist es. Zeige ich doch das Ringe-Ding-Dong hier. So. Okay. Und dann setze ich hier sowas hin. Nee, nee, nee. Geh mal wieder weg. Baue ich mir meine Falle, um die Spinne von Chester abzuhalten. Meine Güte, wie nervig kann man denn sein, liebe Spinne. Gut, und dann mache ich mir mal hier mein Lager provisorisch hin. Mit dem Crockpot. Damit ich mir ein paar Klöße bauen kann. Vielleicht kann ich die dann auch noch mal wieder essen, weil bekanntlich, wenn man schlechtes Essen mischt mit gutem Essen, wird es zu mittelgutem Essen. Super einleuchtend. So. Ein bisschen besser.
Ich hatte doch eine Falle. Hier. Kann ich ja mal hier hinstellen. Ach Mensch. Der Chester an. Kein sehr schöner Ort hier für den armen Chester. Aber ich beschütze dich. So. Mehr Fleischklöße bitte, danke. Und dann noch mal ein bisschen befeuert. Schwer Holz verschwendet. Ach ja. Ach Mann. Lasst ihn doch in Ruhe. Nervt ihn anders. Das hat jetzt ja 1A gepasst. So. Danke. Hungrig bist du. Kein Problem. Kein Problem. Ah, und ich könnte auch mal eine Heilsalbe machen. Machen wir die doch mal aus dem Gras, das ich hier so in Unmengen habe. Die so einzeln ablegt, dann kommen da auch einzelne Aschehäufchen bei raus. Wenn man die im Stack ablegt, dann kommt nur ein Aschehäufchen dabei raus. Deswegen mache ich das jetzt so komisch kompliziert. Aber die kann ich ja ruhig alle hier verbauen. So. Upp. Upp. Chester erholt sich von dem furchtbaren Spinnenangriff. Ach, ich habe gar nicht genug Steine. Doch, ich habe ein paar Steine. Was wäre es jetzt? So, dann schauen wir doch mal. Wie viel brauche ich denn? Ich brauche 2 Asche auf einen Stein und ein... Hallo? Meine Güte, die nerven aber dolle. So, gut. Heilsalbe, Heilsalbe, Heilsalbe. Sieht auch ganz gut für uns aus. Genau viel. Genau richtig viel Asche auf jeden Fall. Für, also die richtige Anzahl an Asche für Spinnenglubbels. Nee, den behalte ich am Körper. Den kannst du haben. Und das auch. Ja, das ist gut so. Und weil es so dolle genervt hat. Ah, ich habe mir noch gar keine Waffe gebaut. Nehme ich das Spinnennest mal eben weg. Das war nämlich wirklich super nervtötend. Chester, wo bist du? Komm ich hier rüber? Schwein möchte auch gerne mithelfen. Wie heißt das Schwein? Schweinchen, wie heißt du? Hat gar keinen Namen. Doch, Porkins. Macht total Sinn. Klar ist das Schwein Porkins. Dann nerven die den armen Chester auch die ganze Nacht über nicht mehr so viel. Auf die Augen ziehen. So. Und ich hätte auch theoretisch dann genug Spinnenseide, um mir ein... Ach, da sind noch mehr. Um mir einen Winterhut zu bauen, sobald die Büffel in Sicht sind. Thank you.
Schwein am Kämpfen. Kein Platz mehr. So. Das habe ich ihn einfach ihr zu Hause weggenommen. Wisst ihr was? Das verschwende ich auch mal ein bisschen. Und dann zünden wir noch mal kurz hier. Ich habe so viel Kram. Ah, ich kann noch ein bisschen verkochen. Das ist doch gut. Mitnehmen, sonst greifen die Spinnen den abhand, während ich weg bin. Das möchte ich ja auch nicht. Ich muss dran denken, mir noch so einen Helm zu bauen. Ein Winterhelm ist auch gut. Ein Helm. Minenhelm. Den habe ich noch nicht vorgebaut. Und das ist doch relativ wichtig. Ich baue mal noch das Gold da vorne ab. Dann kommt in den Chester noch das hier. Und die Falle. Und diese Falle. Die kann ich eigentlich alle hier lassen. Braucht kein Mensch unterwegs. Und dieses und jenes und alles am liebsten. So. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Weiter nach oben. Sehr schwach ist das Signal. Es kann sein, dass es auch vielleicht nicht wie ein Korridor aufgebaut ist. Hier wird es noch schwächer. Sondern es gibt irgendwie wenige Übergänge. Ach, ich weiß auch nicht. Wir werden es ja sehen. Und bislang haben sie auch nichts mit von dem Shipwreck DLC mit reingenommen. Habe ich ja gedacht, aufgrund des Ladebildschirms. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja eine komplett neue Welt oder... Ups. Eine Spinne, die mir folgt. Oder mehrere Spinnen, die mir alle folgen. Und den Chester mal wieder angreifen möchten. Hier wird es wieder lauter. Nee, nicht so richtig. Ich würde ja stehen bleiben und gucken. Hier ist wieder lauter. Nee. Und immer brav die Pilze mitnehmen. Die werde ich wohl brauchen. Ups. Hängen geblieben. Ich nicht. Ich versuche mal hier aus dem Spinnengebiet ein bisschen rauszukommen. Da kann ich auch bis nach Hause gehen eben. Da brennt das Feuer auch noch für mich. Wie schön. Ich bin auch schon da. Chester hat meine Schaufel. Hm.
Wird langsam ein bisschen verrückt. Ich muss mal dran denken, gleich tagsüber den Hut aufzusetzen. Und wo gehe ich denn dann gleich lang? Also da gab es keinen weiteren Übergang. Da bin ich komplett einmal lang gelaufen. Hier gab es auch keinen Übergang. Da waren nur so ein paar Spinnen, aber da war kein Übergang. Ja, mal schauen. Ich lasse mich überraschen. Ich laufe mal weiter. Ich habe irgendwie keine Lust, hier am Feuer zu stehen. Aha. Habe ich mir nämlich gedacht. Aber ich muss trotzdem da oben einmal lang. Nur um zu wissen, dass da kein Übergang sein wird, sondern es geschlossen ist. Wer hat hier noch 30? Immer schön drauf achten. Hier ist ein Spinnennest. Ich bin so langsam. 10% noch. Nee, nee, ich hab grad Besseres zu tun. Na gut. Gucken. Ja, das reicht. In dem kleinen Zipfel kann kein Übergang mehr sein. Das heißt, es geht jetzt hier links weiter. Ich bin ein bisschen verwirrt. Und ich muss die Mütze aufsetzen, dringend. Lalalalalalalala. Und es ist Tag. So, jetzt. Ich nehme also eine Heilsalbe. Und ich esse schon etwas. Genau, also. Oh, der Stein ist schon direkt wieder kalt geworden. Auch finden ohne die Wünschelrute, weil es ja doch schon relativ absehbar ist. Könnte es da noch? Nee, da kann kein Übergang mehr sein. Weil es ja doch relativ absehbar ist, wo die Gegenstände ungefähr sind. Chester kommt nicht so richtig hinterher. Aha, nee. Okay. Ich dachte gerade, das wäre jetzt ein Monolithenübergang. Ist es aber gar nicht. Es ist ein Goldsteineübergang. Was mich so ziemlich gar nicht stört. Ah, ich kann mal hier ein bisschen. Chester, kannst du mal herkommen? Danke. Ein bisschen nochmal Eis mitnehmen. Ich würde so gerne Büffel finden. Und hier in dem Gebiet wird irgendwo. Ist immer aufgeteilt. Auf einem Steingebiet ist immer das Box-Thing. Auf einem. Grasgebiet, auf so einem gelben Savannengebiet ist immer das Kurbelding. Im Wald. Ist das Ring-Thing immer in der Nähe von Schweinen. Manchmal ist das Ring-Thing aber auch auf so einem grünen Gebiet. Also das ist relativ absehbar, wo sich die Dinge befinden. Schon sehr nah dran. Hier wird's leiser. Hier wird es wieder lauter. Und hier ist das Boxding. Habe ich gesagt.
Schlüssel nehmen wir mal direkt mit. Ja. Ich habe mir immer noch keine Taktik überlegt, wie ich hier jetzt überlebe. Weil ich immer noch nicht ganz verstanden habe, wie die Map aufgebaut ist, aber einfach weiterspielen. Und ich schätze, weil wir den Goldsteinübergang da hatten, dass wir dann doch nochmal einen Übergang haben mit Monolithen. Ich sag das die ganze Zeit, ne? Ich finde das ein bisschen, das ist so eine richtige Herausforderung, weil man Heilsalbe braucht ganz dringend dafür, man braucht diesen Hut, den ich aufhabe, ganz dringend dafür. Und die grünen Pilze, um seine Sanity so schnell wie möglich, also die geistige Gesundheit, hoch und runter springen zu lassen. Weil ansonsten ist man hier relativ schnell dann am Ende angekommen, wenn man versucht, es durch die Dunkelheit irgendwie runterzubekommen, um über diesen Übergang drüber zu kommen. Und die Pilze sind halt super dafür, deswegen sammle ich die auch schon so fleißig. Ja, und hier haben wir ein normales Goldgebiet. Also bis jetzt kann ich mich auch gar nicht beschweren. Es gibt eigentlich alles, was man so braucht. Ich habe Spinnen, mit denen ich auch genug Essen bekomme und Eis. Und meinen Crockpot da hinten. Ich habe noch eine Idee, was hier noch sein könnte. Aber ich möchte es gerade nicht jinxen, deswegen sage ich es nicht. Weil ich dann auf jeden Fall reinrenne. Ich laufe noch ein bisschen weiter. Aha, hier ist ein Friedhof. Im Wald ist auch immer das Metal Potato Thing. Das Gold schön. Und... ah, hier sind so Monolithen. Ich hab's doch gesagt. Obelisk. Das... oh, es gibt einen Hinweis. Schön. Das ist ein wirklich verrückt aussehender Stein. So. Das beruhigt mich doch, dass ich nicht völlig verrückt selber bin. Ja. Dann haben wir das ja schon mal geklärt. Und es gibt einen Monolithenübergang hier. Ja, dann kann ich euch das auch endlich zeigen. Ich sage das ja schon seit Anfang an, wie das hier so aussieht mit dem Monolithenübergang. Ich habe solche Panik davor. Ich kann euch das jetzt einfach zeigen, wie das funktioniert. Nicht jetzt direkt, aber bald. So, die sammle ich auch. Aber ressourcentechnisch sah die Welt bisher ganz nett für mich aus. Was nicht bedeutet, dass die auf der anderen Seite anders oder genauso sein muss. Alles ist möglich. Das wollte ich nicht. Habe ich auch nicht gemacht. Huhu, Glück. Na gut, und dann pausiere ich jetzt hier auch schon die Aufnahme wieder. Und wir sehen uns an Tag 7 weiter. Da müsst ihr mich nicht immer hier am Feuer stehen sehen. Oder ums Feuer drumherum rennen sehen. Also dann bis gleich. Ciao.